Jo Leute, und heute gucken wir uns diese vier Drachen hier an und schauen mal, was die alles so können, welcher der stärkste ist und welchen ihr dann lieber ausbrüten solltet. So, das ist der Eisdrache, den ihr momentan nur auf Arg Ragnarok bekommen könnt. Der Eisdrache hat eine Eisflamme, die dafür sorgt, dass Gegner verlangsamt werden. Der Feuerdrache hat eine ganz normale Flamme im Gegensatz zum Eisdrachen und verlangsamt auch keine Gegner. Dafür fügt er aber schnell hintereinander ganz schön viel Schaden zu. Kommen wir nun zum Blitzdrachen. Der Blitzdrache ist mein persönlicher Favorit. Er hat einen Blitzstrahl, der unglaublich viel Schaden macht und auch Spieler und Dinos aus anderen Traps betäuben kann. Ist extrem stark. Und kommen wir nun zum nächsten Drachen. Kommen wir nun zum Giftdrachen. Der Giftdrache schießt einen Giftball, welcher danach eine Giftwolke erzeugt, und wenn man sich in der befindet, kriegt man regelmäßig viel Schaden. Außerdem kann man den Giftdrachen gut als Bomberdrachen benutzen, denn diese Wolke ist halt relativ groß und bleibt auch eine kurze Zeit. Jetzt gucken wir uns mal an, wie viel Schaden jeder einzelne Drache hier macht mit seiner Spezialfähigkeit. Wir haben ja eben gesehen, dass der Blitzdrache am meisten Schaden macht, deswegen nehme ich den jetzt in jeden Kampf hier rein als Hauptdrache. Und wir gucken mal, welche stärker ist, Blitzdrache versus Feuerdrache. Und der Feuerdrache ist gestorben und der Blitzdrache auch. Okay, das ist ein Unentschieden. So Leute, das ruft doch nach einer Revanche, oder? Jetzt geht's nochmal los, Feuerdrache gegen Blitzdrache. Ich hoffe jetzt mal, dass der Blitzdrache hier gewinnt. Ich glaube auf jeden Fall, das wird funktionieren. Und der Blitzdrache ist gestorben. Der Feuerdrache ist der Sieger. So, jetzt geht's los, Blitzdrache vs. Poisendrache. Und wir gucken mal, wer hier gewinnt. Ich glaube mal, dass der Poisendrache gewinnen wird. Ich hoffe es zumindest mal. Der hat auch mal eine Chance verdient. Der Poisendrache blutet auf jeden Fall schon mal. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus und knapp aus. Komm, Poison. Du schaffst... Nein. Okay, Leute, der Blitzdrache hat gewonnen. So, Leute, jetzt kommen wir zum Kampf. Eisdrache versus Blitzdrache. Ich hoffe mal, das wird jetzt ein etwas spannenderer Kampf. Und der Britz... Der Britzdrache. Wer kennt ihn nicht, Leute? Mein Deutsch ist schon wieder am Start. Ich hoffe, der Eisdrache gewinnt das jetzt hier. Und da hat der Eisdrache verkackt. So Leute, anhand der gesehenen Kämpfe können wir jetzt eigentlich sagen, dass der Blitzdrache deutlich stärker ist. Wir haben gesehen, er hat viel mehr Schaden gemacht, er hat die meisten Kämpfe gewonnen, außer gegen den Feuerdrachen. Da hat er einmal gewonnen und verloren. Es ist also relativ Zufall beim Feuerdrachen und beim Blitzdrachen, wer gewinnt, wenn diese nicht geritten werden. Aber dafür haben die anderen Drachen, die jetzt gegen den Blitzdrachen verloren haben, andere Fähigkeiten. Der Poisendrache ist ja dann eher nicht für den Kampf geeignet, sondern zum Bombardieren. Und der Eisdrache dann eher zum Verlangsamen und nicht zum Schaden machen. Das heißt, wir können sagen, der Blitzdrache ist zwar der stärkste mit den meisten Schaden, aber die anderen haben auch ihre eigenen Fähigkeiten und Vorteile. So Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und ein Abo dazulassen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Thema haltet. Euch allen noch einen schönen Tag. Ciao!